Ich begrüße ganz herzlich aus dem Augen-OP in Sulzbach und schöne Grüße an den DOC-Kongress in Nürnberg. Heute zeigen wir Ihnen die Implantation einer Irisprothese und assistieren wird mir die Schwester Dina. Wir haben einen 82-jährigen Patienten nach Kontusionstrauma vor 6 Monaten, den Zirkel auf 12, bitte. Und vor 2 Monaten haben wir eine kahle Wale sekundär implantiert. Die sieht jetzt auch ganz gut aus. Und heute kommt die Rekonstruktion mit einer Irisprothese. Das ist ein relativ großes Auge. 12 mm ist auch eher ungewöhnlich. Meistens Standardmaße sind 11 mm. Die Irisprothese kommt ja mit 12,8 mm Durchmesser von der Firma Human Optics, 3,35 mm Pupillendurchmesser und die Iris wird customized hergestellt, das heißt anhand des Fotos vom Partnerauge. Sie ist aus Medical Grade Silikon, in der Farbpigmente aus Lebensmittelfarbe eingearbeitet sind. Und sie hat eine schöne topografische Oberfläche, die einen 3D-Eindruck gibt. Der große Vorteil ist ja die individualisierte Herstellung. Das heißt, wir haben alle möglichen Farben, die eben individuell hergestellt werden. Auch der Pupillarsaum wird nachgeahmt. Jetzt Tellermesser bitte. Es gibt ja zwei Arten von Irisprothesen, die Teilprothese und die Vollprothese. Wenn Sie eine Teilprothese verwenden, brauchen Sie relativ straffe Nähte, auch für die Seit-zu-Seit-Anastomose. Deshalb ist bei den Teilprothesen ist ja eine Gewebeschicht eingearbeitet, die die Iris relativ starr macht. Und bei den Vollprothesen, so wie wir das hier haben, können wir ohne Gewebe arbeiten. Also eine Iris, die nur aus Silikon ist, sie ist deutlich flexibler. Die Nähte halten natürlich auch nicht gut und deshalb ist sie ja auch nur als Vollprothese einsetzbar. Eine Vollprothese können Sie einfach hinter die Irisreste schieben, so sie denn da sind. Und dann brauchen wir nur ein oder zwei transsklerale Nähte, maximal drei Nähte. Und die haben auch gar keine große Haltefunktion, sondern eher eine Zentrierungsfunktion. Jetzt kommen die Trokare bitte. Warum brauchen wir überhaupt eine Infusion? Das ist ja nur ein 27-Gauge-Zulauf, also relativ minimalinvasiv. Aber bei diesen ganzen transskleralen Durchstichen, den Irisprothesen oder den sklerafixierten Linsen, ist das größte Problem ja immer die Hypotonie. Der Sulkus ist nicht offen, wenn das Auge kollabiert ist. Und deswegen brauchen wir eine sichere Tonisierung. Die Infusion ist ja die meiste Zeit gar nicht an, aber das kann man nicht alles tonisieren, nur durch die Paracentese. Jetzt, nee, die Infusion noch nicht, die machen wir gleich. Jetzt erstmal die Paracentese-Lanze. Das ist ja alles nur ganz normale Vorbereitung. Zwei kleine Paracentesen brauchen wir für gleich. Und jetzt Bonner und Westcott. Wir bereiten jetzt den transskleralen Durchstich vor. Wir brauchen ja nur zwei Nähte in diesem Fall bei 6 Uhr und bei 12 Uhr. Wir haben ja ein ziemlich stabiles Irisdiaphragma. Die kahle Wale sitzt bombenfest. Und das unterscheidet es von anderen Techniken wie bei sklerafixierten Linsen, wo wir ja doch ein viel wackeligeres Linsendiaphragma haben. Und die kahle Wale ist dagegen ganz stabil. Als nächstes die Infusion. Wir haben die OP-Technik ja hinreichend publiziert. Die Vollprothese ist ja wesentlich einfacher als die Teilprothese, wo ja dann auch noch die Seit-zu-Seit-Anastomosen und das genaue Zuschneiden von einer halben oder dreiviertel Irisprothese nötig sind. Hier müssen wir lediglich auf den äußeren Durchmesser achten. Da haben wir ja 12 mm. Und dann eben zwei Nähte.
Mehr ist es eigentlich nicht. So, als nächstes machen wir den korneosklerSchnitt. Dann brauche ich die Fakulanze. Also, wir müssen den Schnitt ja jetzt eröffnen. Wir brauchen ungefähr 4 mm. 3,5 reicht auch. Also, das ist eigentlich gar nicht groß, aber aus der Erfahrung macht das keinen Sinn, den Schnitt einen Tick zu klein zu machen. Viel wichtiger für die Dichte ist ja, dass man einen sauberen lamellären Tunnel hat und so wie der jetzt momentan zumindest geglückt ist, wird er auch komplett wasserdicht sein. Und da ist es nicht wichtig, ob der noch mal ein bisschen breiter ist. So, jetzt ist eigentlich alles vorbereitet und jetzt können wir mit der Iris anfangen. Oh, das ist ja wirklich wunderschöne Irisprothese, muss man schon sagen. Jetzt müssen wir es nur noch stanzen. Ich sagte ja, 12,8 mm sind die Standardmaße. Das stanzen wir jetzt auf 12,0. Das machen wir mit einem Einmaltrepan. Das ist ja eher groß im Vergleich, wie wir es sonst nehmen. Gerade mit Irisresten sollte man es immer ein bisschen kleiner wählen. Das ist auch anders, als es die offiziellen Empfehlungen der Firma sind. Wie gesagt, die Vollprothese machen wir eigentlich immer ohne Gewebe, denn die ist schön flexibel. Das hätte man jetzt noch schneiden können, wie bei Teilprothesen. Aber das ist jetzt hier nicht nötig. Fadenpinzette als nächstes. Nee, die Pinzette jetzt. Faden. Gut, das Stanzen ist einfach. Und jetzt sieht man ja auch wirklich, wie wunderschön diese Krypten sichtbar sind. Ja, diese haptische Oberfläche, das wirkt alles sehr natürlich. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Auge. Ja, da sieht man, dass das schon relativ groß ist. Zur Fixation brauchen wir jetzt nur zwei Fäden. Das machen wir mit Schlaufenfäden. Das ist Prolene C0 immer. Faden. Da sieht man auch diese Schlaufe und es kommen zwei Fäden raus. Die Schlaufentechnik ist ja knotenfrei. Das heißt, wir machen das nur mit dieser Schlaufentechnik einmal rein und dann durch die Schlaufe hindurch. Und dann haben Sie eben keinen Knoten, müssen schon vorsichtig sein, weil Sie hier kein Gewebe haben, was eingearbeitet ist. Das heißt, die Fäden halten nicht. Sie zupfen einmal und dann reißt es durch das Silikon durch. Aber das hat einfach einen großen Vorteil, dass das nicht so ein Fremdkörper ist. Und wir haben ja auch gezeigt, dass ohne Gewebe kein negativer Einfluss aufs Endothel und auch keine erhöhte Glaukomrate ist. Und das unterscheidet es erheblich von den Irisprothesen mit Gewebe. Also wann immer es möglich ist, verzichte ich auf das Gewebe. Und meiner Vollprothese ist es eigentlich immer möglich. Jetzt hinten noch, also bei 12 Uhr, dann machen wir genau das Gleiche mit dem zweiten Schlaufenfaden. Man sieht ja die Fäden nicht, also auch die Einstichstelle nicht, sondern das verschwindet alles im Sulkus, sodass das dann komplett unsichtbar ist. Und jeder Knoten mit spießenden Fadenenden hätte dann wieder ein Risiko, Nachbarstrukturen zu reizen, das Endothel zu reizen. Oder eben das Trabekelmaschenwerk und dann eine erhöhte Glaukomrate. Ja, und jetzt kommt der transklerale Durchstich. Das machen wir ja mit der Abinterno-Technik nach Lewis. Also im Grunde genommen so wie aus den Anfängen der transskleralen oder sklerafixierten Linsen. Es wird einfach von innen direkt durch den Sulkus hindurchgestochen.
Und gerade im Tunnel kann es sich verheddern. Da muss man ganz besonders aufpassen. Das ist sogar jetzt einer der entscheidenden kleinen Tipps. Achten Sie darauf, dass das völlig beweglich ist und dass nirgendwo eine kleine Sklera-Lamelle sich verheddert hat. Das kriegt man dann kaum noch gelöst, vor allem wenn die Irisprothese einmal im Auge ist. Die Nadeln sind ja nicht so lang, das sind 13 mm. Und wenn sie dann kornioskleral reingehen und nicht korneal, dann merken sie, dass sie mit der Nadel kaum hinten ankommen. Deswegen muss man die ganz weit hinten greifen. Also 13 mm ist relativ kurz und Sie müssen eben auch genau den Sulkus treffen. Das ist ja dieses Frickelige, was ich bei dieser Art der OP so liebe. Am Ende muss man doch es alles sehr genau treffen, damit es dann auch gut ist. Wenn Sie den Ziliarkörper treffen, haben Sie Blutungen. Wenn Sie die Iris inkazerieren, dann kriegen Sie die Irisprothese nicht richtig zentriert. So, jetzt die Fadenpinzette. Jetzt sind wir schon bereit zur Implantation. Es gibt ja verschiedene Techniken, wie man das implantieren kann, auch mit Injektorimplantation, was sicher sinnvoll ist, wenn man keine Fäden hat, aber in dem Augenblick, wo diese delikaten, empfindlichen Fäden, die wirklich ganz leicht ausreißen können, ist es nach meinem Dafürhalten immer noch das Kontrollierteste, wenn man das mit dieser Doppel-Sandwich-Technik macht. Also nicht genau halbieren, denn sonst kriegen Sie es nicht durch den Schnitt durch. Wir müssen eher am Pupillarsaum greifen. Und das einzige Tricky ist, dass man jetzt die Fäden bei der Implantation genau im Blick behalten muss. Nirgendwo darf sich das verheddern, das reißt einfach tatsächlich raus. Das wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen unvorsichtig. Aber letztendlich mit ein bisschen Übung gelingt das ja ganz gut. Jetzt Koch- und Push-Pull schnell bei der Implantation, bei der Expo, bei der, beim Entfalten muss das alles sehr kontrolliert sein. Und das ist jetzt auch hier nicht perfekt. Normalerweise muss sich das eigentlich direkt entfalten in der richtigen Orientierung. Aber was man jetzt sehr schön sieht, ist, dass das im Auge plötzlich dieses ganz dünne Implantat jetzt plötzlich viel sperriger ist. Jetzt müssen wir es hier nur noch unter die Iris schieben. Und diese kleine Gewebebrücke hier, die liegt mir doch sehr am Herzen. Wenn die durchreißt, das passiert hoffentlich nicht, dann, ja, die brauchen wir. Also die hilft tatsächlich, auch Fäden einzusparen, weil es das Implantat einfach stabilisiert. Und wenn das jetzt so bleibt, dann brauchen wir die Fäden tatsächlich nur, um es in Position zu halten, aber sie haben halt keine richtige Haltefunktion und dadurch wirkt das dann auch langfristig stabiler. Jetzt die zweite Faden. Wir müssen das ja noch genau adjustieren. Man sieht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt das noch gut einstellen können, ob das zentriert ist. Aber wir sind ja noch nicht fertig, weil wir ja noch diesen zweiten transkleralen Stich haben und der ist ein bisschen schwieriger, weil wir das invers machen, die Paracentese. Das heißt, wir müssen es erst mit der stumpfen Seite durchschieben und dann auf der anderen Seite abholen. Das machen wir dann über die Irrigationskanüle. Die kommt als nächstes. Und jetzt schieben wir es erstmal mit der Rückseite der Nadel ins Auge rein. Auch hier dürfen wir uns jetzt nicht verheddern.
Ja, jetzt erstmal gucken, dass wirklich. Ja, okay. Gut, also das ist jetzt stabil, jetzt die Irrigation. Ja, jetzt holen wir das eben ab über die Irrigationskanüle. Da ist ja keine Infusion angeschlossen. Wir haben ja immer noch das Auge tunisiert mit der Irrigation von hinten über die Passplana-Infusion. Wir müssen es jetzt nur so ein bisschen rausholen, jetzt den Nadelhalter. Und damit schieben wir das dann wieder zurück und können dann hier auf der anderen Seite da wieder transskleral hindurchstechen. Es ist gar nicht so der perfekte, weil wir stechen ja so ein bisschen durch diesen lamellären Stich hindurch, aber alles andere wäre noch aufwendiger. Und wir schieben es ja nicht in den corneosklearalen Schnitt selber rein, sondern wir durchstechen es transskleral. Auch hier müssen wir ja den Sulko, na, das sind Irisreste, hier vorne im Schnitt, die wirken jetzt wie so kleine, ja, das schneiden wir gleich noch weg. Die stören nicht, das kann man ja doch jetzt, also es zentriert sich gut, aber die Vanas, das schneiden wir auf jeden Fall noch weg. Vanas. Ja, also schlimm sind die Irisreste nicht, aber man sollte ja nie Gewebereste innerhalb eines lamellären Schnittes haben. Und jetzt kommt ja der eigentliche Clou. Wir müssen die Fäden jetzt einfach versenken. Das machen wir mit der Z-Naht-Technik. Also wir müssen die Fäden außen knotenfrei fixieren und wir haben 2012 die Z-Naht-Technik dazu publiziert. Die ist ja völlig knotenfrei, lehnt sich so ein bisschen an, wie Oma den Knopf angenäht hat. Da wird ja auch nichts geknotet, sondern man geht so lange immer hin und her durch das Gewebe, bis es dann einfach komplett stabil ist. Das ist eine Technik, die für jede Art der OPs, die mit transskleralen Durchstichen arbeiten, funktioniert, also auch mit sklerafixierten Linsen und eben Irisprothesen wie hier oder Irisdiaphragma in der Silikonölchirurgie. Man muss nur dreimal hin und her gehen, jeweils mit einer Haarnadelkurve. Also jetzt genau an dem Einstich wieder, also an dem Ausstich wieder einstechen. Und dann parallel dazu wieder laufen zu lassen. Wir haben ja in der Publikation das mit einem Newtonmeter gemessen und gesehen, dass bei 4 bis 5 Durchstichen ist das so fest, dass sie den Faden nicht mehr zurückziehen können, sondern der reißt eher. Und es kommt auch nicht auf die Amplitude an, also wie lange sie durchgehen, sondern auf die Schärfe der Haarnadelkurven. Darauf müssen Sie achten. Jetzt machen wir das Gleiche noch oben. Auch hier die Z-Naht. Wir könnten natürlich auch Skleraläppchen machen oder andere Tunneltechniken, wie es der Standard ist. Aber dann sehe das Auge häufig wie ein Schaschlik aus. Gerade Traumaaugen, womöglich, wo die Irisprothese mit Sklerafixierte noch kombiniert wird, brauchen Sie ja bis zu 5 transsklerale Durchstiche. Und wenn Sie dann jedes Mal einen lamellären Lappen machen würden, dann wäre das eben auch wirklich wie ein Schaschlik. Deswegen ist die Z-Naht wesentlich eleganter. So, jetzt sind wir langsam am Ende. Ist ja gut verlaufen alles. Hypotonien sind das häufigste Problem. Das müssen wir vermeiden. Hier ist aber alles gut tonisiert und fertig. Herzlichen Dank nochmal und schöne Grüße aus Sulzbach nach Nürnberg.